Lieber Tillmann, herzlich willkommen beim Netzwerk Ethik heute. Gerne möchte ich dich als bekannten Weisheits- und Meditationslehrer und Arzt mit psychotherapeutischen Kenntnissen zum Thema Weihnachten in Krisenzeiten befragen. Weihnachten ist ja traditionell eine Zeit der Stille und des Friedens und wie können wir uns in stürmischen Zeiten mit diesen Qualitäten verbinden? Also es gibt ja im Moment so viele Menschen, die auch Ängste haben und Depressionen oder von Zukunftssorgen geplagt sind. Was ist dein Rat? Ja, also ich würde als unmittelbaren Rat, würde ich vielleicht mitgeben, sich die Zeit zu nehmen, das zu kontemplieren, wofür wir jetzt alles dankbar sein können. Diese Dankbarkeit für das, was wir jetzt zu essen haben, zu trinken, die Zeit, die wir haben, das Dach über dem Kopf, diese Dankbarkeit, die relativiert dann unsere Sorgen, die rückt sie ein bisschen zurecht, weil wir vergleichen können mit den anderen in der Welt, denen es noch deutlich schwieriger geht. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir diese Dankbarkeit mit anderen teilen. Also, dass wir Dankbarkeit auch zum Thema unserer Gespräche machen. Das dürfte wirklich helfen, uns in eine positive Grundstimmung zu bringen. Ja, Dankbarkeit ist so eine große Kraftquelle. Und wie schafft man es deiner Meinung nach in diesen stürmischen Zeiten nicht zu verzagen und nicht in Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit stecken zu bleiben? Also ich kenne das natürlich auch, so Anflüge von zu verzagen angesichts der Weltsituation und so. Und was ich mache und gemacht habe, ist, dass ich ganz gezielt recherchiert habe, Ausschau gehalten habe nach konstruktiven Ansätzen. Also Menschen, die etwas Positives in dieser Welt gestalten und das auch funktioniert. Und ich habe dann auch bemerkt, dass sowohl ich wie andere, dass wir als gesunde Reaktion uns konzentrieren auf das, wo wir echten Einfluss haben. Also unsere Freunde, Bekannte, Familie. Und da fühle ich mich Teil dieser Bewegung, die man so nennen könnte, wir miteinander, füreinander. Ja, verstehst du diese innere Haltung überall, wo wir können, dem Herz eine Möglichkeit geben, sich auszudrücken. Denn das Schlimmste in der Ohnmacht ist, wenn das Herz sich so eingeengt fühlt und das Gefühl hat, nichts tun zu können. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir vielleicht auch ein Mantra rezitieren können oder ein Gebet oder eine Spende machen können. Also etwas, wo das Herz sich in seiner Hilfsbereitschaft ausdrücken kann. Und ich möchte vielleicht noch anfügen, lasst uns jetzt die Zeit, nutzen, um zu üben, in Dankbarkeit zu leben, in diesem Miteinander, denn wir können uns jetzt darauf vorbereiten, was es vielleicht später braucht, wenn es noch dicker kommt. Ja, es könnte ja noch schlimmer kommen, so wie unsere Eltern und Großeltern das erlebt haben. Ja, wir hoffen es nicht, aber eine wunderbare Anregung. Und es kann auch sein, dass es also dieses Weihnachten aus finanziellen Gründen bei manchen Familien keine Geschenke gibt, keine Einladungen. Und wie wäre es trotzdem möglich, eine schöne oder angenehme Familienfeier auszurichten und zu genießen. Also meine Ermutigung wäre auf jeden Fall zusammenzukommen. Und wenn es bedeutet, dass jeder etwas zu essen mitbringt oder dass jeder irgendein kleines Geschenk auf einen anonymen Gabentisch stellt und dann ein Spiel gemacht wird, wer bekommt was und dann untereinander noch weiter tauschen, wenn einem das andere Geschenk besser fällt als das eigene. Also wirklich kreativ sein. Weihnachten wird ja immer das Fest der Liebe genannt und deswegen ist Zusammensein, Miteinander sein das Allerwichtigste. Also
Das wäre mein Rat an sowieso für jedes Weihnachten, gar nicht nur in der jetzigen Zeit. Das ist eigentlich ja das Wichtigste. Ja, und ein traditionelles Weihnachtslied lautet ja, lasst uns froh und munter sein. Und wie können wir in diesen Zeiten also uns wieder verbinden mit diesen Quellen von Freude, Kraft und auch Hoffnung, besonders in Krisenzeiten eben? Also Freude, Kraft und Hoffnung, die braucht es ja speziell in Krisenzeiten. Wenn alles rund läuft, ist es leicht, freudig zu sein. Und das Wichtigste, glaube ich, der wichtigste Schritt ist, sich erlauben, freudig zu sein. Sich geradezu einzuladen dazu. Das mache ich immer, wenn ich an ein Krankenbett gehe oder wenn jemand im Sterben liegt. Den Menschen ist ja nicht geholfen, wenn ich mitleide und bedrückt daherkomme, sondern die möchten ja Erleichterung. Deswegen schaue ich, dass ich in meiner eigenen inneren Einstellung immer wieder in diese Leichtigkeit finde, wo wir merken, jetzt gerade sind wir beide zusammen, sprechen miteinander oder jetzt gerade, ja, so. Hey, das ist super. Wir können uns an dem, was jetzt gerade ist, freuen. Und das gibt dann Hoffnung, weil wir merken, dass wir selbst in schwierigen Zeiten voller Freude und Liebe zusammen sein können. Und ich möchte eine kleine Erinnerung an die Musikanten in den Konzentrationslagern eingeben. Es gibt immer wieder Menschen, die das erkennen, oder die vielen tibetischen Flüchtlinge, ja, die ja berühmt dafür geworden sind, dass sie ihre Freude in Notzeiten so gut bewahren konnten. Weil sie im Jetzt so schön verankert sind. Jetzt gerade geht's gut. Und da können wir den Geist öffnen. Ja, wie wunderbar, diese Anregung. Und ganz oft verlieren wir uns ja in Ängsten im Außen und was noch kommt und vergessen ganz, dass es uns jetzt gut geht, immer wieder diese Erinnerung und Freude zu kultivieren. Ja, und gerade so eben gerade in Zeiten von Energiekrise, drohenden Wohlstandsverlust, merkt man bei manchen Menschen, dass sie einfach, dass es egoistisches Verhalten fördert, ja, oder sogar nationales Denken. Und ja, wie können wir uns motivieren, auch in diesen Zeiten an das Wohlergehen von anderen Menschen zu denken und auch die Fähigkeit nicht verlieren, altruistisch zu handeln? Ich weiß natürlich nicht, wie es für andere genau funktioniert, aber mich berührt eine ganz alte buddhistische Weisheitslehre, dass es kein wirkliches Glück ist, wenn der Mensch neben mir nicht auch glücklich ist. Ja, also ich müsste ja mein Herz und meinen Blick verschließen vor dem Leid anderer. Und so denke ich, dass wir je enger die Zeiten werden, je auch unser Wohlstand abnimmt, desto freigebiger sollten wir werden. Ich war so berührt von Begegnungen mit armen Menschen, die ihr Essen mit mir geteilt haben. Und ja, das macht den Geist dann wirklich voller Freude. Und ich würde auch noch etwas anderes einsetzen, was mir auch hilft, dass ich weiß, dass diese Luft, die ich jetzt gerade atme, auch schon mal von einem Chinesen geatmet wurde und von einem Südafrikaner. Man, weißt du, also unser Verbundensein über Erde, Wasser, Luft, ja, ist so unglaublich, dass wir wieder dieses Miteinander füreinander stärken und diese Rückzugstendenzen in Familie oder nationalistische Tendenzen und so, das sind nur Schutzfunktionen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir uns schützen vor etwas, was uns dann selber fehlen wird, nämlich unsere eigene Offenheit. Wenn das könnte uns motivieren, es anders zu halten. Ja, danke für diesen tiefgründigen Blick und vielleicht noch die Frage, worauf können wir uns, also worauf können wir in unsicheren Zeiten vertrauen? Das stellen sich ja
viele Menschen diese Frage, was stützt und verleiht Trost, wenn alles im Außen scheinbar zusammenbricht? Na, du hast schon gesagt, scheinbar zusammenbricht. Das ist so immer das Schreckensszenario. Wir leben in einer unglaublich begünstigten Zeit. Ich denke, dass die Leserinnen von Ethik heute zu denen gehören, die einen Computer haben, die Zugang, die in einem trockenen Raum sitzen. Und es bricht nicht alles zusammen, aber tatsächlich ist die Frage angemessen sowieso, was ist denn überhaupt die eigentliche Zuflucht, würden wir sagen. Also wo ist die Quelle? Und da bleibt schlussendlich nur der eigene Geist. Also unser eigener Geist mit seinen innewohnenden Qualitäten, die sich zeigen, sobald wir entspannen. Das ist eigentlich, worum es geht, immer wieder diesen Zugang zu finden. Ja, danke für diese Erinnerung, und bei der Gelegenheit möchte ich dir auch als neugierige Journalistin Fragen zu deiner persönlichen Praxis stellen als Weisheitslehrer und Experten für positive Psychologie. Du hast ja 7 Jahre deines Lebens in Meditationsklausur verbracht und viele Jahre als buddhistischer Mönch in teilweisen Rückzug von der Welt und leitest heute ein großes Meditationszentrum. Was hat diese Zeit der Stille in dir bewirkt und welche Kraft schenkt dir diese Praxis heute für dein Alltagsleben? Also die Zeit, wo ich so intensiv zurückgezogen praktiziert habe, das war im Alter von 27 bis 34 Jahren. Das liegt weit zurück. Das würde mir heute nichts helfen, wenn ich es nicht wach gehalten hätte. Mhm. Deswegen, ich lebe tagtäglich von meiner tagtäglichen Praxis. Nicht von dem, was ich gestern praktiziert habe. Und was mir das gegeben hat, ist, dass in diesen Jahren intensiver Praxis eine totale Gewissheit entstanden ist, wie dieser Geist ist, wenn er sich anspannt, wenn er greift und wenn er sich entspannt und öffnet. Und darum geht die natürliche Bewegung, also meine persönliche Praxis ist immer zu schauen, wie finde ich jetzt gerade in den möglichst offenen, fließenden Geisteszustand. Das ist eigentlich, was mir bleibt, überall den Stress zu identifizieren, zu merken, wo bin ich im Körper unnötig angespannt, wo bin ich im Geist unnötig angespannt, wo verschließt sich das Herz, um da mit einem ganz annehmenden, liebevollen Gewahrsein hinzugehen und Öffnung hineinzubringen. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Ja, es ist ja auch eine ganz große Kraftquelle, Meditation, und immer wieder uns zu erinnern, im Jetzt zu leben und uns an unseren Geist anzubinden. Und wie magst du uns auch verraten, wie lang du pro Tag meditierst, und ist Meditation und Spiritualität deine primären Kraftquellen? Oder über welche Ressourcen verfügst du sonst noch? Also vielleicht zuerst die Frage, wie lang du meditierst pro Tag? Naja, es gehört für mich jetzt so dazu, das ist so ein Bedürfnis, jeden Morgen von 5 bis 8 zu meditieren. Also 3 Stunden sind da ein Minimum. Und dann kommen im Laufe des Tages hier und da noch Zeiten dazu, auch abends noch. Aber das würde ich so sagen, ist so meine tägliche Geistespflege. Und dazu gehört aber, dass das aktive Meditation ist. Das heißt, ich lade die Themen des Tages in meine Meditation ein und auch die damit verbundenen Emotionen. Und sie ganz in mir anzunehmen, sie aufsteigen zu lassen und mich da hinein zu öffnen und zu merken, dass sie sich genauso lösen wie alles andere, das ist für mich die tägliche Quelle der Inspiration. Also genauer gesagt, ich habe ja so ein Wort für mich geprägt. Es geht mir in meiner Morgenpraxis darum, den täglichen Touchdown zu erleben.
Es ist dieser Moment, das sind diese paar Minuten, in denen die Entspannung so weit gegangen ist, dass sich alles gelöst hat in dem Moment. Und dann, daraus gehe ich dann wieder in das Bearbeiten der Themen hinein, denke an Menschen, mache meine innere Praxis. Ich würde sagen, das ist so meine innere Kraftquelle, ja. Das ist da, wo die Energie herkommt. Wie wunderbar und fantastisch, ja, als Kraftquelle zu haben, 3 Stunden am Tag zu meditieren. Und es ist auch eine große Disziplin, die da dahinter steckt. Und ja, auch noch zum Alltag vielleicht fragen, wie schützt du dich vor negativen Nachrichten und negativen Stimmungen? Also, ich musste lernen, wie glaube viele von uns, Nachrichten nur gezielt zu konsumieren, mich nicht in den Sog reinziehen zu lassen. Und allein schon, dass ich nicht unbedingt jeden Tag in die Nachrichten gehe, hilft mir. Und wenn ich weiß, ich gehe jetzt wirklich gezielt in die Nachrichten, dann gehe ich in einen besonders weiten Geisteszustand. Und versuche das während dem Lesen und dem Hören der Nachrichten wach zu halten. Und wenn etwas ganz Heftiges ist, dann rezitiere ich innerlich ein Mantra und stimuliere das Mitgefühl, damit mein Herz nicht ins Stocken kommt. Das ist so, was mir geholfen hat. Und dann habe ich aber auch im Internet gesucht nach Orten, wo konstruktiver Journalismus praktiziert wird, so wie ihr das auch macht. Denn da gibt es die Möglichkeit, nicht nur das Schwierige, Herausfordernde darzustellen, sondern immer gleich auch einen Lösungsansatz. Und solche Art Artikel und Vorträge und so habe ich gemerkt, die tun mir besonders gut. John Kabat-Zinn sagt ja, wenn das Haus brennt, ist es wenig sinnvoll, sich auf das Meditationskissen zu setzen. Und aus dieser Warte ist Meditation überhaupt noch sinnvoll, können sich manche fragen. Wie siehst du das? Also Jon Kabat-Zinn meinte das natürlich wörtlich. Das ist eine alte Unterweisung, die gibt es in den alten buddhistischen Texten. Wenn das Haar in Flammen steht, dann musst du es doch sofort löschen. Oder wenn das Haus brennt, dann springst du doch auf und löscht das Haus. Ist ja selbstverständlich. Also Meditation sollte uns nicht unnatürlich machen. Aber um in herausfordernden Zeiten wirklich konstruktiv, heilsam handeln zu können, braucht es innere Ruhe. Und deswegen ist es umso wichtiger zu meditieren. Also ich würde auf jeden Fall auch im U-Bahn-Tunnel von Kiew meditieren. Ich würde auf jeden Fall zwischen zwei Bombenangriffen meditieren. Und ich meditiere auch, wenn ich hier und da zwischen Gesprächen freie Zeit habe. Egal wo, meditieren bedeutet, den Geist zu entspannen, anzukommen im Jetzt, aus dem hyperaktiven Geist auszusteigen, nicht so in der Vergangenheit zu weilen, in die Zukunft mit Sorgen vorauszuschauen, sondern jetzt hier ganz offen zu sein. Und das braucht es in herausfordernden Zeiten. Also man muss es natürlich lernen, wie wenn es jetzt noch nicht so herausfordernd ist. Wir müssen jetzt die Zeit nutzen. Ja, die nächste Frage hast du fast schon damit beantwortet. Was tust du selbst? Ich stelle sie trotzdem nochmal. Was tust du selbst, um die Zuversicht nicht zu verlieren? Also was verleiht dir Resilienz und wie kultivierst du besonders eine positive Geisteshaltung im Alltag? Das meiste hast du ja schon beantwortet, aber vielleicht fällt dir noch was dazu ein. Also ich sag mir nie, ich muss jetzt positiv denken. Denn das funktioniert so nicht. Sondern was ich mache, ist, ich lenke meine Aufmerksamkeit auf die Qualitäten, das Heilsame, das Positive, was jetzt tatsächlich gerade zu sehen ist. Dass ich erlaube meinem Geist nicht, was er so gerne tut, beim Schwierigen, Schlimmen zu verweilen, bei dem, was nicht klappt, sondern immer
immer wieder auf das Positive und in jedem Menschen lenken. Und das gibt mir die Kraft, wenn ich sehe, dass hier und da die Samen wirklich aufgehen, Menschen sich öffnen. Und ja, das gibt mir die Kraft, durch Schwierigkeiten zu gehen und die Freude auch, um andere zu unterstützen. Ja, und damit wir dazu fähig sind, ist ja auch wichtig, immer wieder mal ein bisschen Distanz von sich selber zu bekommen, einen Schritt zurückzutreten und auch diesen ganzen Reichtum an Möglichkeiten zu sehen, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken können und dass wir auch eine Wahl haben, ja, also auch in unseren Urteilen, Einstellungen und so weiter. Das war jetzt so wunderschön, wie du uns aufgezeigt hast, diesen Freiraum zu kultivieren und so auch dieses große Geschenk, gerade zu Weihnachten, so innere Kraftquellen zu kultivieren und uns wieder anzubinden an die Qualitäten von Freude und Kraft und Hoffnung. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Tillmann, und dann wünsche ich dir auch eine gute Weihnachtszeit und danke, dass du uns so sehr angeregt hast mit deinen wunderbaren Inspirationen. Vielen Dank.